der letzten Episode. Hey Junge. Edge. Ist schon wieder auf Weg nach Hause. Hey Junge. weißt du was? Dann hast du jetzt hier deine Nachtstätte verdient. Komm. Genau. Nicht ins Wasser fallen. Oh, ich bin ein Reptiloide. Und so geht's weiter, hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 21. Ich mach die Laterne mal wieder aus. Ich hab das nur zum Rein- und Rauslabern gemacht. Wir haben einen Fischerpullover gefunden, genau. Der Kuvichan-Pullover wiegt doppelt so viel. Der kommt aber auch höher. Der kommt auf 2 Grad, der kommt auf 2,5 Grad, okay? Es sei es wie es sei, der Fischerpullover ersetzt unseren Wollpullover, ist ja klar. Ja, du kannst dich erstmal wieder anziehen. Das haben wir nur gemacht, weil wir Besseres gefunden, nee, weil wir durchs Eis warten mussten, genau. Nicht, weil wir was Besseres gefunden haben. So, jetzt legen das mal. Wir müssen jetzt halt drauf warten, wann wir hier rauskommen. Ja, das ist fast zu schade zum Zerlegen. Die sind auch fast zu schade zum Zerlegen. Okay, die Windjacke kann man wegnehmen. Nein, du sollst die zerlegen. Komm. genau, das Wollhemd ziehen wir garantiert auch nie an. Dann ziehe ich lieber gar nichts an als das Wollhemd. Okay, kannst du die hier unten reparieren? In der Finsternis. Anscheinend kannst du das. Okay. Komisch. Wenn es dichter Nebel ist, kannst du das nicht des Nachts. Ja, das Problem war hier genau, dass du hier so eine minimalste Reparaturchance hast. Und du kommst auch nur auf 1 und 1 Grad. Wir kommen hier halt auf 2 und 2 Grad. Klar, es wiegt doppelt so viel, aber dann ist es ein 1 zu 1 Wert. Wir haben einen etwas höheren Wasserschutz. Wir haben einen deutlich höheren Schutz gegen Tiere und wir verlieren ein bisschen mehr Sprinten. Ja, okay, das lassen wir erstmal nochmal so, die Unterhose. Dann ist es erstmal die Kleidung. Okay, Futter kriegst du jetzt noch nichts. Wir haben genügend Wassertabletten, also wir müssten gar nicht mehr so lange kochen. Dann machen wir erstmal weiter mit dem Gewehr. Genau, da hatte ich ja Ende der letzten Folge noch angefangen. Ziehen das jetzt aber erstmal durch. 6% ist es immer noch. Ja, immer noch in 11 Minuten. Macht aber nichts, wir müssen die Zeit ja eh totschlagen. Einmal geht noch. Dann ist das Gewehr auch wie neu. Barbs Gewehr heißt es. Ja, ein bisschen eine Gravur am Ende. Okay. Ich glaube, sonst können wir nicht viel machen. Ja, wir haben 2 Schlafsäcke. Du kannst die auch zerlegen, alles klar. Mache ich jetzt nicht, aber es ist trotzdem unnütz. Okay. Ja, dann haben wir jetzt erstmal, glaube ich, nichts zu tun. Wenn wir nicht, wir könnten, nein, wir können nicht, dann müssen wir essen. Das Buch lernen. Genau, wir warten jetzt mal erstmal 3 Stunden. Dann müssen wir der Guten wahrscheinlich was zu trinken geben. Wir sind erstmal ein bisschen sparsam. Ja, wir müssen ja schon was zu trinken geben. Nee, wir können wieder rauf. Okay. Dann Laterne rauf. Ja, wir schlafen oben, meine Güte, heute Nacht. Wir schlafen aber trotzdem drin. Ja, hallo? Hast du noch eine Sperrzeit, wenn du da gerade die Laterne hochgehoben hast? Oh, yes, ich bin so schnell. Ja, trink erstmal. Das macht ihr doch ungefähr, ich würde mal sagen, 1 Kilometer pro Monat schneller. Yes. Ja, jetzt wo wir im Fahrstuhl sind, könnte man eigentlich das Holz dann noch aufnehmen.
Soll ich hier vorne auch eine... Was zum drauf tippen? Ah ja, super. Aber wir finden das erstmal raus. Ja? Nee, du musst da hinten drauf drücken. Gut, dann müssen wir das rausfinden. Wenn du die Schaltfläche geht. Fläche natürlich. Toll. Ja, okay. Ja, Gott sei Dank, hier unten ist es noch. Ja. Gut. Dann fliegt das wieder raus. Komm. Die Stöcke muss hier irgendwo anders lagern, aber wir müssen da erstmal so rausschmeißen. Kanister raus. Das halbe Kilo spare ich mir auch. Ich spare mir erstmal noch den schlechteren Schlafsack. Die, achso, für die Taschen ab könnte man eigentlich... Naja, gut, okay. Dann lassen wir sie halt. Beziehungsweise, warte mal, eine könntest du eigentlich nehmen. Ja, ich drücke. Ah ja, jetzt, okay. Ja, wenn das Spiel jetzt Raytracing hätte, dann würden Oberflächen, die natürlich hier drinnen alle ein bisschen dunkler sind, das Licht reflektieren und noch ein bisschen mehr anleuchten. Gut, da ist nichts. Wollte ich ja nur mal wissen. Haben sowieso die Aurora-Häufigkeit deutlich angehoben. Das stellt man auch im Interloper fest. Ja, hier könnte man auf jeden Fall fleißig Kisten kloppen, um herauszufinden, ob da was drin ist. Da liegt noch was zu futtern. Was zum Verwenden. Ja, ich muss heute Abend auch noch was verwenden. Ich habe jetzt erstmal aufgenommen, bevor ich da das schon zubereitete Essen verwende. Oh, wie schauen wir da hinten hin? Aber auch hier scheint nichts zu sein. Wirft alles sowieso ein bisschen sehr merkwürdige Schatten. Hallo? Achso. Da bist du übrigens gegen den Kopf gestoßen. Das ist natürlich im Spiel, merkt man das nicht so schön, als wie wenn man selber gegen den Kopf gegen irgendwas stößt. Natürlich, das ist ja klar. Sieht man da echt draußen was? Naja, nicht wirklich. Scheint auch noch nicht wirklich intensiv zu sein. Ah, das Regal steht im Holz, okay. So, irgendwas dazwischen? Nö. Okay, das bringt uns nichts. So, dann sind wir hier wieder hier vorne. Also auch an der Stelle, wo wir es ablegen können. Eine Säge und ein Leder, okay. Eine Zeitung, yes, dankeschön. Spind. Ah, okay, die sind beide leer. Ja, wow, das hat sich echt gelohnt, da die Spannung hochzuhalten, total. Würde ich schon sagen, also da... Da freut man sich doch gerne auf die nächste Folge. Okay, dann machen wir dich mal leicht. So, ja, okay, die schönen Tabletten. Das Futter behalten, beziehungsweise das beides wird ja gekocht. Das werden wir sowieso erstmal nicht essen. Genau, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das Waffenputzset und natürlich die Munition. Das Öl, eigentlich reicht das. Ja, dann lassen wir erstmal die Munition, die Waffe und die Munition da. Also das Gewehr. Und natürlich die zweite Säge. So, da können wir den Rest noch holen halt. Da hinten ist das. Ja. Wir könnten eigentlich noch nicht mal schlafen gehen, lustigerweise. Ich weiß gar nicht, wie lange man im Schleicher irgendwo drin sein muss, bevor man es an der Waffel bekommt. 3 Tage, 4 Tage. Im Interloper ist, glaube ich, eine halbe Stunde.
Gefühlt zumindest. So. Ah ja. Jetzt. Ja, wie passiert das denn jetzt? Gut, machen wir es halt aus. Machst es wieder an, alles klar. Machst es wieder aus, sehr schön. Und machst es wieder an. Jetzt ist auch grün draußen. Aha. Ja, auf der Xbox ist das ja immer noch so krass. Wie bitte was? Die blitzt grün, echt. Schön. Gut. Ja, auf der Xbox, die Wilma zeigt das ab und zu mal, da ist das Wetter sehr plötzlich. Also die Auroras zum Beispiel, die sind dann einfach so, schnips an, da hast du deine Aurora, bitteschön. So, ja, das reicht leider immer noch nicht. Ich will mal gerade gucken, wie viel Zeug wir da jetzt abgelegt haben. Hell genug hier. Wir müssen da sowieso nie wieder runter. 20 Kilo, echt. Ja, schon. Das ist halt das ganze Holz. 16 Kilo. Ist da irgendwas Lebensnotwendiges drin? Eigentlich nicht. Das kann man euch erstmal so drin lassen. Okay, meine Gute. Wir warten noch eine Stunde. Yes, das grüne Küstenstraße, genau. Also nee, wir haben gesagt, wir warten eine Stunde. So, gar kein Problem. Alles klar. 10 Stunden schaffst du wieder, das sind 750, richtig? Nein, es sind 675. Wir sagen mal Fischli, Fischli, Limoli. Ja, ich sollte vielleicht erst die Limo trinken, wobei es auch völlig egal ist. Das gibt alles Wasser, okay. So. Dann machen wir das. Mal so, reicht das? Oder brauchst du nochmal warten? Ne, es reicht, okay. Gerade so. Ein Hauch zu viel, alles klar. Gute Nacht. Komplett erholt aufgewacht, alles klar. Es ist zwar immer noch grün draußen, aber das ist jetzt anderes Wetter. Das ist wahrscheinlich jetzt dichter Nebel, schätze ich mal. Oder Blizzard. Nein, es schneit. Sieht aber trotzdem schon nach Blizzard aus. Gut. Sei es wie es sei. Ah ja, okay, alles klar. Ja, das ist der Bär jetzt, der... Da drüben ist ein Wolf links. Ja, die Stöcke. Das ist der Bär, der jetzt bei diesen Hütten unterhalb des Turms wahrscheinlich da seine Zickzack-Bewegungen macht. Ja, das sieht schwer nach Blizzard aus. Ja, da müssen wir das jetzt erstmal in die Küstenstraße transportieren. Das Ganze, also das Geraffel und den Rest dann auch noch. Ja, jetzt erwarte ich hier halt auch einen Bär. Das ist schon ein bisschen schön, dass die Bären jetzt überall rumlaufen. Oder ist es der Bär aus dem Anglerlager, der Bärenbach-Bär? Okay, wir versuchen es einfach mal über die Straße. Vielleicht klappt das ja. Also es ist tatsächlich auch kalt, okay? Das ist mal fast gar nicht mehr gewöhnt. Wir haben doch jetzt eigentlich bessere Kleidung. Wie viel besser brauchst du es denn noch? Nee, das ist ein Stein, okay.
So. Na dann. Ja, wenn ihr die Folge guckt, live guckt, dann bin ich mit meiner Agentur quasi rum. Also wenn das wirklich hundertprozentig live guckt, dann habe ich noch einen Tag. Mich hat meine HRlerin schon gefragt, ob ich den Tag nicht auch frei haben will, dass sie mich einfach freistellen für den Tag. Aber ja, ich mache da Offboarding, das ist echt ganz praktisch, weil dadurch, dass ich ja hier den ganzen, wie viele Jahre war das jetzt? Fast 3 Jahre im Homeoffice war und auf meinem Rechner halt gearbeitet habe, habe ich natürlich hier auch ein paar Daten halt hinterlegt, Passwörter. Also ich habe halt so einen Browser, einen speziellen Browser, der halt für Programmierer ist, der ein bisschen mehr Funktionalität sozusagen mitschleppt. Der auch immer schon eine Version weiter ist sozusagen als, es gibt halt vom Firefox so eine Developer Edition. Die ist immer eine Version weiter als die offizielle Version dann. Und da geht es ja auch darum, da halt die ganzen URLs rauszulöschen, die Bookmarks rauszulöschen, gespeicherte Zugangsdaten, auch die FTP-Programme halt zu cleanen, dass da halt nichts mehr da ist, dass der Rechner halt wirklich sauber ist. Die Daten habe ich ja eh auf einer externen Festplatte gespeichert. Die kriegen sie dann einfach zurückgeschickt. Trotzdem ist in den 3 Jahren nicht so viel zusammengekommen an Daten. Es war ein Terabyte Festplatte und ich habe vielleicht 200 Gigabyte geschafft. Tja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es bärentechnisch am Anglerlager aussieht, nachdem wir ja nun schon unter Kühlungsrisiko, okay? Genau. Das Lustige ist, gerade ist die Folge rausgekommen, wo der Bär, also der Vorgänger des Bären, aufgefunden wurde. Es scheint doch aufgeklärt zu sein. Wahrmachen müssen wir uns trotzdem. Ach, na toll. Zumindest einen Spezialisten haben wir ja schon. Das mache ich lieber auf dem Eis, das ist ja klar. Es sind auch noch keine Bärenkrähen zu hören. Wäre auch lustig, wenn du hier die Bärenkrähen nur dann hörst, wenn kein Schneefall ist, so wie die normalen Krähen halt auch. Ich bin ja ganz allein. Ja, was ist das jetzt? Hm? Das war sein letzter Jauler. Naja, es hört anscheinend auf zu schneiden. Hört es nicht. Das die Zugkrähen gibt es ja immer. Sehr schön. Wieder ein Treffer mehr. Die Quote ist erfreulich hoch. Da gehen wir doch mal in die Statistik. Hallo? Ich habe doch daneben geklickt. Bogenschüsse. 13, 12 mal getroffen. Hervorragend. Nur einen einzigen Fehlschuss. Und das war just auch hier so ein jaulender Wolf, lustigerweise. Da habe ich nur erstmal ein bisschen zu hoch gezielt. Oh ja, Flickerstromleitungen. So, meine Gute. Haben wir eigentlich die Stöcke jetzt dabei? Ne, wir haben das ja alles wir haben trotzdem einen Haufen Kohlen. Ja, toll. Ja, es wird übrigens trotzdem doch neblig. Yeah.
Dann gehen wir halt wieder dahin. Ja. So, dann schmeißen wir das Zeug mal hier in die Hütte. Da freut man sich ja, wenn man das nächste Mal angelt und oder hier noch ein bisschen abkocht. Okay, wie viel passen hier noch rein? Die Kohlen. Und alle tatsächlich. Alle Zedern, Gott. Ja, das mit den Wassertabletten ist total dämlich. Kleidung passt ja soweit. Ja, wir haben einen Haufen Stuff vor allem. Wir müssen aber mal gehörig abspecken, wenn wir da den Rest holen, weil es sind 16 Kilo. Also wir sollten eher mit 25 Kilo los als mit 30. Ich meine, man kann ja zum Beispiel sowas wie Säge und Brecheisen einfach auch mal da lassen. Das ist ja dann auch nicht so schlimm. Die untere Schublade in der Eisfischerhütte hat ja, glaube ich, sogar noch Platz. Zur Not auch die obere. Das sind nur die Angelzeuge drin. Da sind wir wieder. So, wir gehen mal direkt hier runter. So, da haben wir einmal, wie immer das auch heißt. So, das interessiert auch wirklich keinen. Das Zeug wird eine ganze Weile dauern, bis wir es wirklich brauchen. Okay, den Schlafsack tun wir mal 19% Pfeiler. Ja, das Öl müssen wir separat tun, genau. Den Schlafsack, den müssen wir auch irgendwo hin platzieren. Gib mir mal das große Öl. So. Kann man das irgendwie so daneben, dazwischen stellen? Ne, da ist kein Platz. Sieht man ja deutlich. Sagen wir mal ein bisschen. Was ist denn das? Ah doch, da war gerade was. Hallo? Jo. Okay. Ein 0,5er Fläschchen. Wie, du was? Wir legen es doch gerade ab. Ah ja, dann kannst du das auch mal gut auffüllen. Ja, ja, wir heben die Fläschchen natürlich auf, das ist klar. Oh, die kannst du jetzt ganz dicht stehen, guck mal. So, was haben wir noch? Der Schlafsack, genau. Der passt hier unten so schön rein. Nee, tut er nicht, okay? Passt irgendwie aufs Bett. Nee, das geht doch nicht, das ist kein Platz. Doch. Ja, doch, nein, oh, doch, oh. Gut, dann schwebt er halt vor sich hin. Ist ja dann egal. So. Genau. Das ist unser Kampfgewicht und da machen wir uns jetzt leicht. Das sind jetzt die normalen Krähen um den Wolf. Genau. Gut. Wäre auch lustig, wenn du jetzt den Wolf so liegen hast. Und da sind dann Krähen da, natürlich, klar. Dass dann die Fleischmasse immer weniger wird mit der Zeit, wenn du das zu lange brauchst. Vielleicht nicht auf null geht, aber ich sag mal, vielleicht pro Tag ein halbes Kilo weniger. Das macht dann schon mal auch einen Unterschied. Huch, war da was? Nö. Ich dachte, da lag was. So, dann machen wir uns mal ein bisschen frei. 10 Kilo gehen hier rein. So, fertig. wir brauchen jetzt den Schlafsack nicht. Ja gut, den sollte man eigentlich immer dabei haben. Wir brauchen Brecheisen und Säge nicht. Babsgewehr. Sollen wir es mitschleppen? Wir lassen es mal hier. Genau. Die MAIs können wir hier lassen. Die Salzcracker, die Limo, die Schokoriegel, die Sardinen. Den Rest Wasser trink mal. Kleidung bleibt natürlich an. Die Wassertabletten lassen wir erstmal alle da. Genau, und das Ding voll, alles klar. Gut, auf los, geht's los. Da sammeln wir gleich mal einen ganzen Schwung an Stöckern wieder mit ein. Ach so, wir hätten uns vielleicht noch aufwärmen sollen. Na ja, gut, egal. Jetzt sind wir unterwegs. Ja, da reicht doch kein Schlafsack. Okay, also du hast jetzt natürlich wieder den falschen Bogen, das ist klar. Okay,
Dann holen wir das ganze Brennholz raus. Wir können ja ein bisschen was im Container liegen lassen. Für den Hirsch. Oder zumindest da in der Nähe. Dass wir vielleicht nicht direkt auf den Wolf stoßen. Aber wir haben ja auch zwei Hirsche dort, stimmt. Einer ist ja unter der Brücke. Ja, genau. Hase ist da sein Unterkühlungsrisiko schon befreit. Mit dem Auflesen der Stöcke. Gut, dann wärmen wir uns halt. Oh, jetzt sind wir schon wieder da. Es war doch gerade weg. So, da haben wir noch mehr Stöcke. Hervorragend. Wir haben uns ja auch so weit erleichtert, dass wir hier wirklich wie wild am Bogen rupfen können. 10-mal gerupft, 1% weniger. Nee, das sah nur aus wie ein Stock. Achso, ja, das sind die Krähen. Natürlich um die Hirsche hier, klar. Und da oben ist auch eine Leiche. Komm mal da eigentlich inzwischen hoch? Scheiß Frage eigentlich. Ja, eben. So, ich hoffe, der Wolf ist immer noch hinten bei den Baumstämmen oder da drüben. Ne, da drüben sieht man ihn. Dann soll er da mal schön bleiben. Da wächst nämlich Pfeffer. Oh ja. Es knirscht der Schnee unter den Schuhen. So. Gott. Ja, da kommt gut was zusammen, dann kannst du wieder ins Anglerlager schnaufen. Und weil es so schön ist, dann bastel mal Pilz in der Zeit, während wir uns aufwärmen. Na, ist ja auch ein Versteck. Ja, das wäre natürlich das Lustige. Oh Mist, wir haben ja überall Verstecke jetzt in jedem Baumstamm. Eine lose Rinde angebracht. Finster ist's. Keine Sorge, wir gehen da nicht nochmal runter. Außer ihr schreibt mir dann so königlich, was ich heute vergessen habe. Und ich, ja, ich sehe das dann auch, natürlich. Es ist nicht so, dass ihr mir das einfach schreiben könnt. Ich latsch da runter. Ich schaue mir das auch schon an. Wenn ihr mir nicht die Zeitstempel nennt, dann gehe ich sowieso nicht runter. Okay, dann Lackporlänge. Wir müssen uns aufwärmen. 3/4 Stunde reicht das? Mehr als genug. Da kann es auch neblig werden. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Toll. Gut, dass wir wenigstens noch unser Waffenputzset dabei haben. Ich hätte lieber einen Wetzstein mitgenommen, okay. Ja, dann, und die Tug haben wir noch dabei. Die zweite, unsere Reservetug. Ja, wir sind. Achso, das können wir nicht lernen, weil wir hungrig sind. Was haben wir denn hier an Futter? Ne, ich esse jetzt nichts, vergiss es. Das macht man nicht, wir müssen halt warten. Wenn es so kalt ist, dann ziehen wir halt den Schlafsack raus. Es ist ja dann nicht.
Irgendwas ist hier ganz schnell zweimal hergeschlappt. Wunderschön. Legt die sich da 3 Stunden hin, die Pennerin. So ein Mist. Oh, ich bin so fit. Das ist ja geil. Oh ja, ich kann die ganze Nacht durchmachen. Ja, ich fürchte fast, dass das der Wolf war, aber der greift wohl nicht an, der man schläft. Okay, jetzt fühle ich mich natürlich überhaupt nicht sicher hier. Rennen können wir aber noch. Naja, jetzt wo wir fit sind, sollten wir auch rennen können. Ich bin ja froh, dass es wenigstens warm genug war. So. Dann schmeißen wir hier am Eingang direkt mal die Stöcke raus. Beziehungsweise, nee, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Oder weißt du was? Da du jetzt geschlafen hast, musst du jetzt rennen. Also keine andere Wahl. Mit dem schweren Gewicht wird man die Prozente auch ein bisschen schneller los, weil man ja nicht so weit kommt. Die legt mal da unten an der Brücke ab. So 20 Stöcke, das müsste eigentlich reichen. Da vorne ist die Brücke. So, da haben wir noch einen Stock. Und hier haben wir 3 Stöcke. Boah, ich kann schon viel. Ich kann jetzt nicht mehr rennen. Gott, alles klar. Ja, aber wenn wir 20 Stöcke ablegen, sind das 3 Kilo. Na ja, guck mal, was da vorne auf der Straße ist. Kommt der hierher oder was? Ne, kommt er nicht. Okay. Ist ja ein bisschen schön, wo man immer langläuft und dann auf einmal die Wölfe da sind. Ja, wir haben nämlich gar keine Köder. Deswegen wundere ich mich. So, dann machen wir das halt in der Hocke. Ist ja auch egal. 80 Stöcke, ernsthaft? Dann legst du 30 ab. Jetzt rennt er da aufs Eis. Dann müssen wir da einen gewissen Bogen laufen. Naja, da links sind auch noch Wölfe. Ich sehe 4. 5. Es werden immer mehr. Das sind viele. Der 1, die 2 da drüben. Ja, schon eher eine Unterzahl. Ah, wir kriegen die schon ausgematscht. Das ist kein Problem. Nein. Oh, ich habe gerade so schön gewartet. Ich habe doch gewartet. Was ist da? Yes. Wir rennen darüber. Ah ja, da klatscht auf, Sester. Oh, Hilfe. Easy. Gibt mir heute noch eine Aurora? Naja, wir kriegen vor allem Bären. Ja, dann schmeißen wir die Load mal hier rein. So. Mehr haben wir leider nicht. Bärgrunstier. Naja. Bärgrunstier. Okay, lass uns gleich mal das Öl hier lagern. Damit wir da die Container auch richtig verwenden.
Wir haben kein Wasser mehr, alles klar. Und es ist wahrscheinlich zu spät. Reicht das gerade noch? Gib mir mal die Stöcke. Ja, es reicht sogar noch. Gut. Dann versuchen wir das. Der Bär kriegt das ja nicht mit. Irgendwann wird es auch den Zeitpunkt geben, wo die Viecher auch in die Eisfischerhütten kommen. So, das ist klar, hervorragend. So, bitte sehr. Einmal 2 Liter Wasser. Ja, ist echt zu lang. So. Fackel und Stöcke drin. Ich atme hier rotglühend, also bitte. Möge der Herr ein bisschen... Gibt es eigentlich heute wieder Aurora? Lustig wäre es ja schon, wir hatten auch schon lange keinen Aurora-Bären mehr. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal nicht um den Wolf, natürlich, wenn der Bär hier gerade rumscharwenzelt. Ist das vielleicht nicht so die clevere Idee. Tja, meine Gute. Und schon bist du deine Fitness wieder los. Und du hast gerade mal mit dem Anglerlager geschafft. Ist schon krass, dieses eine Abzeichen, was man sich da geben kann. Was das für einen riesen Unterschied macht. So, dann haben wir hier 2x die Tanne. Es lagert sich gut unter der Werkbank. Dann haben wir noch das andere Waffenputzset. Haben wir noch eine Dose wieder? Haben wir nicht. Ja, das Werkzeug kommt noch rein. Wir wollen ja hier wirklich nur Sachen bunkern, die zum Basteln sind. Ah ja, die Federn und das Altmetall natürlich. Sehr schön. Okay, renn mit dir. Ach du schon, das Ding ist fast voll. Ja, hier ist auch Futter drin. Das ist vielleicht nicht so clever. Das Zeug schmeißen wir mal raus in die Eisfischerhütte. Dort macht das mehr Sinn. Hier ist noch mehr Futter drin. Genau. Hier ist noch Futter, 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 Futter. Macht jetzt zwar nicht so den Unterschied. Aber ein bisschen schon. Sägerin. Lederin. Den Stoff behaltbar. 2 Signalpatronen. Das Lernbuch müssen wir noch rausleeren. Wir haben noch einiges zu lernen. Genau, das ganze Futter. Kleidung. Jetzt geht es gerade weiter hier. Dann bitte die Tuke raus. Und Wollpullover. Genau, alles klar. Es wird finster. Eigentlich haben wir hierfür jetzt nichts gefunden. Das ist auch vollkommen richtig. Achso, wo lege ich das Buch hin? Na gut, vielleicht finden wir es ja. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder was? Zum Glück kannst du die Fälle beliebig verschieben. Und wegschwimmen tun sie hier auch nicht, außer man legt sie an die Spawnkante. Ah, jetzt hast du die Tabletten, die Wassertabletten wieder zu ordentlich genommen, alles klar. Ja. Tja. War nicht mal so schlecht. Schnapp dir schon mal Wasser. Wie ist denn das mit Schlafen? Noch gar nicht. Wie bitte was? Ist ja der Hammer.
Jetzt dachte ich halt, ja, dann kümmerst du dich jetzt um den Wolf, weil der Bär müsste ja inzwischen durchgestiefelt sein. Nein, der feine Herr kommt ja nochmal durch. Naja, schon. Gibt es schon wieder Aurora? Nee, sieht nur so aus. Nee, sieht nicht so aus, wollte ich sagen. Sieht doch so aus. Genau. Schnappt ihr schon mal einen Bären? Und den Rest von etwas anderem auf. War das jetzt die Hütte? Das war die da hinten, oder? So, aber wir haben die Kleidung noch an, ja. Und 25, 9 Grad. Es ist, inzwischen wird es kälter tatsächlich. Kannst du es noch nicht anklicken, okay. Warte nochmal, bis es halt wirklich hier losgeht. Naja, jetzt. Keine neue Pufferdate. Gut. Okay, dann, nee, du kannst noch nicht schlafen. Du wartest hier noch eine Stunde. Genau. So. Halt erst, ja, okay, das ist natürlich klar, dass man da den Bären nicht als erst auswählt, weil das ist ja, sieht ja auch viel zu schlecht aus. 1035 Kalorien, da brauchst du ja nichts zu, nichts anderes zu essen. Egal, was du da schläfst. Krass. Jetzt müsste man nur noch auf Level 5 kommen mit dem Kochen. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen zu lang schlafen lassen, aber dann ist es halt so. Genau. Du kriegst auch gleich Wasser, keine Sorge. Kadaver zerlegen, wenn man den Wolf da noch auseinandernehmen, pusht uns das wahrscheinlich gerade über Level 4. Kochen? Das werden wir natürlich nicht schaffen, aber wir sind trotzdem auf gutem Weg zu Level 5. Revolver-Schusswaffe ist auch relativ gut dabei, aber das kommt vor allem vom Lernen her. Ja, weißt du was? Du kannst eigentlich erstmal was trinken. Wir gucken, ob das mit dem Wasser geklappt hat und was das Wetter so sagt. Und der Bär. Wieso sehen wir immer nur das Hinterteil von dem Kern? Da hier drüben ist wieder Wolf und Reh. Aber wir haben sogar das Gewehr. Ja, schon nicht runterfallen, gell? Das ist jetzt wichtig. Ja, okay. Ja, da liegt er hier. Leider ist noch zu kalt. Ach ja, gemütlich. Der Herr, die Dame. So, wo ist der Wolf? Ich wollte erstmal nach dem Wasser schauen. Es hat funktioniert, sehr schön. Ja, da müssen wir uns wohl noch um den Bären kümmern. Aber erst müssen wir uns aufwärmen. Es ist nämlich leider noch viel zu kalt. Warte mal. Wir machen das mal anders. Wir werden das Feuer ansetzen. Nochmal. Jetzt einfach nochmal 2 Liter Wasser. Weil es ist ja auch jetzt nicht so üppig mit Wasser. Das muss man ja leider fairerweise dazu sagen. Wir haben zu viel Brandbeschleuniger. Weißt du Bescheid? Wenn wir auf Level 5 sind mit Feuer, dann brauchen wir die sowieso nicht mehr. Dann ist mit Streichholz und Stock auf 100%. Okay. Zack. Ja, da wisst ihr ja schon, was wir in der nächsten Folge machen. Dasselbe nochmal. Wir werden uns wahrscheinlich
Ja, ich weiß nicht, Level 5 kochen wird nichts, aber ich denke, wir werden uns ein gehöriges Stück nach vorne pushen, vielleicht so auf die Mitte, ein bisschen über die Mitte. Ich glaube, du brauchst mehr als ein Großtier, um da drüber zu kommen, aber je schnell weiter wir uns pushen, umso schneller sind wir halt dort. Dann können wir nämlich alles essen und vielleicht auch was mit dem Sattbonus dann mal arrangieren, müssen wir mal gucken. Aber erstmal aufwärmen. Und alles weiter in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.